So, die rosa Flamingos sind auf jeden Fall gleich fertig. Dann können wir hier noch ein Felsen mit hinpappen. Sieht jetzt nicht alles so langweilig aus? Alter. Ganz ehrlich, das hier könnte man eigentlich ja auch noch irgendwo mit hinbauen. Das sind noch nicht mal Workshop-Objekte, ne? Das sind einfach nur... So, baut das einfach. Huch. Einfach dann hier so hin. Ja, auch geil. Aber das würde dann da unten durchgucken. Noch jemand im Zoo? So, und können wir jetzt vielleicht mal ein paar Krokodile entfernen? Ja, können wir. Tatsächlich. Ich mag das nicht glauben. So. Im Männchen sowieso. Wo sind eigentlich die Elterntiere? Da oben, okay. So, Tierhandel. So, für euch kann ich eigentlich auch mal ein bisschen mehr verlangen. Für dich kann ich nicht so viel verlangen. Meine Tiefe könnte heute schon gepitzt, das Körper hat. Echt? Dann mir viel Spaß bei deiner Diät. Ich mach keine. Ich weigere mich vehement. So. Ich kann nicht. Einfach so hinschicken. Und für dich kann ich ein bisschen mehr verlangen. Allein weil du ein Albino bist. Dann haben wir hier noch den kleinen Panda. Den handeln wir auch. So, und dann hoffen wir mal, dass wir ein bisschen was an Arterhaltungspunkten kriegen. Weil erstmal können wir uns leider keine Tiere mehr holen. Außer halt für Geld. Sofern sie angeboten werden. Denn wir sind, was Arterhaltungspunkte angeht, ja, Leiter. Jetzt möchte ich aber mal gucken. Ah. Okay. Ja, das ist mir klar, dass das hier wegen Überbelegung der Fall ist. Wäre ja schön, wenn es hier mal aufhören könnte zu regnen. Willkommen zurück, Jonas. Viel hast du auf jeden Fall nicht verpasst. Yeah.
mach mal die Fritze. Wenn du das weiterhin ausnutzt, dann gibt es Ärger. So oft kann kein frisches Ärger furzen. Und er bringt wieder die Katze um. So, wo waren jetzt die Figürchen? Da sind die Figürchen. Indischer Tempel, ne? Einmal so für den Eingang. Hier setzen wir einmal den Panda rein. Hier hinten einmal den Panda. Was können wir denn hier noch mit als Deko reinpacken? Das hier können wir. Geh fort. Ein bisschen Knuddelzeit. So. Was soll ich mal mit so einer komischen Glocke machen? Dann packen wir hier auf jeden Fall was noch hin. Geht bei Dachin. Sieht natürlich auch geil aus, aber passt halt vorerst nicht zu diesem Stil. Dabei könnte man noch arbeiten. Würde den Gang aber sehr, sehr schmal machen. Wieder ein Besucher. Aber wir machen endlich Punkte. Da unten wieder. Was tut ihr hier schon wieder? Habe ich euch nicht dicke. Ihr könnt doch gar keine Kinder kriegen. Geht doch gar nicht. Keiner von euch kann Kinder kriegen. Könnt ihr auch Spaß mit deiner Namen. Kein theoretisch. Du musst aber einmal weg. Du bist ein Männchen. Männchen können wir hier im Zoo nicht gebrauchen. Du kannst auch einmal zum Handelszentrum. Ah, du brauchst auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall kleine Pandas. Kleiner Panda. Kleiner Panda. Bitte männlich
Bitte mit Fruchtbarkeit. Da einmal da rein. Bitte mehr. Ah, die rosa Flamingos sind fertig. Dann kannst du dich bitte einmal um die Krokodile kümmern. So. Dann würde ich sagen, dekorieren wir einmal diese Ecke hier. Haben wir Zäune? Ja, haben wir, ich weiß, aber. Runde Zäune. Okay. Südamerikanisch, nein. Und wir hätten diese afrikanischen Zäune. Das wäre dann schon eher wieder Richtung Sommer. Das da passt nicht. Bleiben wir bei dem hier. Hallo Masaki, schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende bisher. Ich hoffe, es geht dir soweit gut. Wir sind hier gerade dabei, unsere Jahreszeiten so zu bauen. Hatten jetzt wieder neu angefangen. Und ja. Sind jetzt hier fleißig am Bauen. Hier bitte einmal wieder ein bisschen drehen. Wäre einfacher, wenn es hierfür auch eine Auswahl geben würde, ob man das rund haben möchte oder nicht. Ich habe kein Problem damit, das so zu machen. Aber anders wird der noch schöner. Den grünen. Ja. Jetzt muss es auch wieder Nacht werden. Bist du mit Witcher gerade durch? Nee, mit Witcher bin ich noch nicht durch. Ja gut, ich weiß nicht, wie lange es so dauert. Wir hatten jetzt die Hauptquest noch ein bisschen weiter gemacht. Ich glaube, wir sind ungefähr bei der Hälfte, etwas über der Hälfte. Schätze ich. Plus die DLCs kommen ja noch. Also ich werde mit Witcher noch einige Stunden verbringen. Allerdings nicht heute. Heute ist ausnahmsweise mal kein Witcher. Wunderbar. So, damit wir hier halt so eine kleine Abgrenzung haben. Nehmen wir Moosfelsen oder nehmen wir normale Felsen? Ich glaube, Moosfelsen wären eigentlich ganz cool, wenn wir hier dann so Richtung Tropen, bunte Tropen gehen wollen. Oder? Was sagt ihr?
Hoffentlich gut. Supi. Zum Glück müssen wir erstmal nur diese kleine Ecke hier machen. Dann weiß ich jetzt schon mal, womit ich dann hier weiter in Zukunft arbeite. Das steigert so ein bisschen den Druck, weißt du? Dieser Sound. So. Hier machen wir einfach auch mal hin, oder? Mache ich an den wegen eigentlich nicht. Kann auch nicht schaden. Bei dieser Arbeit kriegt man karierte Augen. So. Dann etwas Erde. Vor allem etwas. Und jetzt. Tropen. Ne, Biome Tropen. Na, stößt sich einer den Kopf? Nein. Ja, gut. Man darf nur nicht zu weit rechts gehen. Trotz, dass wir jetzt hier Tropengebiet machen, versuche ich es relativ bunt zu halten. Weil es ja noch so Frühling sein soll. Bunt, frisch, knackig. Alles, was wir nicht mehr sind. Küstenmangrove. Nee, Eukalyptus will ich nicht. Waren denn diese? Nee, dich meine ich eigentlich auch nicht. Da gibt es hier so einfach nicht. Nicht. Wurzeln hier. Sieht allerdings so gleich aus. So, jetzt nehme ich aber nochmal Bäume, die da jetzt nicht so zwischenpassen würden, aber der Baum so bleiben soll. Den Baum sonst nicht finde. Ja. Da muss ich erst noch asiatisch hier eingeben. Paranussbaum. War noch schön, dass es nicht so viele Pflanzen zur Auswahl gab. Hier. Nach denen hier habe ich gesucht.
Jetzt können wir wieder Truppen anklicken. Hier unten kommt auch ganz viel Grünzeug. Blümchen. Nein! Okay. Das hier. Dahin. Sieht aus wie so ein großes Vogelnest. Ist nicht überladen, oder? Ich finde, dass einer von euch überladen. Oh, okay, da soll mein Tierarzt hin. Ja gut, wir haben aber auch, glaube ich, nicht ganz so viele Tierärzte. Warte mal. Zwei Tierärzte. Okay, wir holen uns einfach noch mal einen dritten. Genau wie Zoopfleger können wir jetzt auch noch mal einen gebrauchen. Und einen Techniker. So, hier ist noch jemand. So, die sollten hoffentlich wieder ein paar Krokodile erwachsen sein. Nee. Da? Nur sie. Sie ist aber unser einziges Weibchen, was Albino ist. Jetzt möchte ich nicht unbedingt verkaufen. Die anderen sind schon im Handelszentrum. Aber das wird dann leider noch ein bisschen dauern. Len ist jetzt schon zu alt. Weg damit. Nee. Wir brauchen tatsächlich noch mal ein neues Weibchen. Wirklich keine Nachkommen. Oh, Land. Ja, okay, Land stirbt eh bald. Also gut, dass wir jetzt das neue Weibchen gut haben. Hallo. Wie sieht es eigentlich bei euch mit Nachwuchs aus? Hm? Oh Mann. Die wollen keinen Nachwuchs kriegen. Warum wollt ihr denn nicht? Ist die Frau mal wieder wählerisch? Kriegt endlich Kinder! Hm.
Na, ich zwinge meine Tiere nicht zur Paarung. So, südamerikanische. Ich mach mal ein paar blaue Pillen ins Gehege. Okay. Wartet einen Moment. Ich muss sie erst besorgen. So, das ist so ein Laternenpfahl. Das hier sind halt eher so Sommergegenstände. Das ist halt keine. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Bleiben wir halt bei den bunten Feuerlaternen hier. Fackeln uns zwar den ganzen Tropenwald ab, aber passt schon. So. Da hat über mir mal jemand den Rollo, das Rollo runtergemacht. Klingt hier oben immer, als wenn und hier unten immer, als wenn oben so ein Fallgitter runtergeht. Ist wieder was in die Falle gegangen. Wir sollten, glaube ich, auch bald mal ein nächstes Klo einbauen, oder? Ich meine, wir haben nur da hinten ein Klo. Vielleicht wäre es mal wieder Zeit. Warte mal. Eine Toilette. Brauchen wir schon eine große Toilette? Ja, ich spreche das absichtlich so aus. Kein Strom. Kriegen wir hin. Wie gesagt, das ändere ich später alles noch. Mit den Dingern hier. Die bleiben da nicht. Das wird alles später weggebaut. So wie ich es hier hinten gemacht hatte. Da habe ich es dann ja auch da reingebaut. Ich sollte vielleicht mal speichern. Das wäre eine sehr gute Idee. Und wollt ihr nicht eigentlich da vorne den Eingang fertig machen? War da nicht was? Da wir ja Punkte sparen müssten. Ja, wir machen immer gleichbleibend unseren Umsatz. Aber das ist gut. Sehr, sehr gut. Werde schwanger. Ja, habt nicht mehr so lange. Also, du bist schon im Netzzentrum. Und ihr beide dürft auch gerne Kinder kriegen. Der ist auch Land. Wir haben eine Land verkauft und eine Land haben wir reingekriegt. So, und ihr wollt alle nicht. Wisst ihr, was ich da mache? Dann holen wir einfach neue. Oh. Oh. Ja, ich weiß, wegen Überbelegung. Ich würde sie ja gerne raussetzen. Es geht nur nicht. Es sind noch Babys. Ich kann leider keine Babys verkaufen. Oder können wahrscheinlich schon, aber ich möchte nicht. Dich möchte ich einmal. Und dich möchte ich einmal. Und so senden. Und hier rein. Die anderen dürfen dann noch ihre letzten Lebenstage im Zoo verbringen. Und die machen in der Zeit neue Kiddies.